Erwin Fries ist Immobilienmakler bei der Kreissparkasse Vulkaneifel in Daun. Seit 25 Jahren. Und sein Geschäft lief noch nie so gut wie im Frühjahr 2022. Es ist eine unheimlich starke Nachfrage an Immobilien. Und auch schwerpunktmäßig, es sind sehr viele Leute aus diesen Ballungsgebieten, Köln, Bonn, Düsseldorf, Mönchengladbach, die in die Eifel kommen und die Eifel überhaupt erst mal kennengelernt haben, auch jetzt, während oder nach Corona. Raus aufs Land. So scheint für viele Großstädter die Devise. Doch sorgen Corona-Pandemie und Homeoffice tatsächlich für den großen Run auf Immobilien in der Provinz? Erwin Fries ist unterwegs zu einem Termin nach Walsdorf. Herr Klauer, schönen guten Tag. Herzlich willkommen in Walsdorf zur Besichtigung. Dankeschön. Gibt es denn Ihrerseits Fragen vorab? Thomas Knauer kommt aus Köln und möchte der Stadt möglichst bald den Rücken kehren. Die letzten zwei Jahre haben natürlich die Hektik gezeigt in der Stadt und dass man sich auch nicht irgendwie aus dem Weg gehen kann. Das ist hier natürlich anders. Deswegen suchen wir hier diese ruhigere Umgebung. Und unser Arbeitgeber gibt uns jetzt die Homeoffice-Option mit bis zu 3 Tagen die Woche. Und dafür bietet sich natürlich dann immer so ein Wechsel in der Woche, vielleicht 2, 3 Tage in der Stadt und der Rest der Woche dann entsprechend hier auf dem Land. So, einmal von der Eingangsdiele her. Ja. Dann ist zu dieser Seite hier dann einmal dann das Gäste-WC mit der Dusche, Toilette und auch Waschmaschine und Trockner und der Erdgasanschluss sind in diesem Raum alles untergebracht. Thomas Knauer lebt mit seiner Frau in einer Eigentumswohnung mitten in Köln. Während der Corona-Zeit wurde es den beiden dort zu eng. Hier gäbe es mehr Platz. 125 Quadratmeter Wohnfläche hat das Häuschen. Begeistert. Ja, gut. Dann gehen wir eine Etage höher. Ich gehe mal vor. Ja, danke. Das Haus ist noch gar nicht so alt. 1998 errichtet in Fertigbauweise. Im Obergeschoss gäbe es Platz fürs Homeoffice. Hier haben wir dann ursprünglich geplant als Kinderzimmer. Die Verkäufer wohnen aber alleine mit 2 Personen im Haus. Daher ist das jetzt einmal dann das Büro von der Frau. Das hat jetzt Kunststoff. Ja, genau. Das ist jetzt einmal erneuert worden. Das ist aber auch das Einzige, was erneuert. Das Grundstück ist 750 Quadratmeter groß. Jetzt haben wir die Innenbesichtigung. Ja. Alles in Holz, alles Fenster, Holzrahmen, genau. Doppelt verglast. Ja. Ja. Und dann gehen wir da raus. Knapp 300.000 Euro soll die Immobilie kosten. Frische Eifelluft inklusive. Man hat hier also auch immer Sonne. Ja, es ist. Der so Verlauf geht so rüber. Die geht so auf und geht so rüber. Man sitzt also bis zum Schluss hier in der Sonne. Ulrike und Jean Eberhard sind die Besitzer des Hauses. Den beiden ist es zu groß geworden. Wir ziehen zu meinem Sohn mit seiner kleinen Familie. Und die paar Jahre, die mir noch bleiben, kann ich halt miterleben, wie das kleine Enkelchen sich entwickelt. Der Interessent aus Köln ist schon länger auf der Suche und hat Interesse am Haus der Eberhards. Also hier muss ich wirklich sagen, ist ein sehr gepflegter Zustand und habe ich auch den Eindruck, dass es ein faires Preisniveau hat. Manchmal bekommt man natürlich auch Angebote, wo man viel noch in die Modernisierung investieren muss. Ich bekomme viel für meine Wohnung in der Stadt, muss aber gleichzeitig natürlich mittlerweile auch viel bezahlen. In der Eifel sind die Preise immer noch moderat, verglichen mit denen, die in Ballungsräumen wie Köln-Bonn aufgerufen werden. Die Kreissparkasse in Daun. Seit 25 Jahren vermittelt die Bank auch Immobilien. Erwin Fries ist von Anfang an dabei. An ein Jahr wie 2022 kann er sich nicht erinnern. Viele seiner Objekte muss er gar nicht mehr ins Internet stellen, weil sie schon vorher verkauft sind.
Erwin Fries von der Kreissparkasse Vulkanalpe. Manchmal ist der Makler noch selbst erstaunt, wie sehr sich die Interessenten mittlerweile auch um Immobilien in der Eifel reißen. Eine kleine Geschichte, die habe ich vor rund 2 Jahren das erste Mal erlebt, auch von einem tollen Haus in Jünkerath. Da kamen auch ein junges Ehepaar mit Kindern an und die übergaben mir dann eine komplette Bewerbungsmappe. Ich denke mal, ich habe ziemlich dämlich aus der Wäsche geguckt. Ich wusste im ersten Moment nicht, worum wollen die sich bewerben. Wir wollen das Haus ja gucken. Ja, und da war eine komplette Bewerbungsmappe mit Lebenslauf, mit Finanzierungszusage, mit Schufa-Auskunft, mit allem drum und dran dabei. Habe ich gesagt, das ist jetzt, das erleben wir hier bei uns. Oder ich habe das erste Mal erlebt. Und dann kam dann die Aussage, ja, wenn wir jetzt im Bereich Köln-Aachen in unserer Umgebung ein Haus suchen, haben einen Besichtigungstermin und haben keine Bewerbungsmappe dabei, da lässt der Makler uns überhaupt nicht ins Haus. Köln. Im Stadtteil Ehrenfeld lebt Thomas Knauer schon seit Jahren. Seine Immobiliensuche verlagerte sich immer weiter weg von der Stadt. Wir haben auch schon Richtung Erftstadt, Hürth, Brühl gesucht. Aber auch dort sind die Immobilienpreise extrem gestiegen. Und mittlerweile auch vieles im Bieterverfahren endet, wo man dann wirklich überteuerte Immobilien kaufen könnte. Freistehendes Einfamilienhaus, 950.000 Euro. Und ein freistehendes Einfamilienhaus in Köln-Longerich, 120 Quadratmeter, Wohnfläche, 670 Quadratmeter Grundstück für 630.000 Euro für eine Sanierung oder Abriss. In diesem Haus hat er mit seiner Frau vor ein paar Jahren eine Eigentumswohnung gekauft. 2 Zimmer, Küche, Bad, 60 Quadratmeter. Das sollten wir ja dann organisatorisch regeln. Zurzeit betreibt er sein Homeoffice vom Schlafzimmer aus. Thomas Knauer arbeitet für einen großen Paketdienst in Bonn. Mein Arbeitgeber wird auch den Arbeitsplatz ändern mit Shared Desk Systemen und alles, was so die neue Arbeitswelt mit sich bringt. Also ist für mich eine wahnsinnige Änderung. Früher Montag, Freitag, 9 to 5, eben mit der Bahn Richtung Bonn. Und jetzt seit 2 Jahren wirklich fast ausschließlich zu Hause. Weil er fast nur noch von zu Hause arbeitet, muss er nicht länger in Ehrenfeld leben, in der Nähe seines Arbeitgebers. Also das Haus in Walsdorf ist immer noch unser Favorit. Wir hoffen auch immer noch auf den Zuschlag. Wir sind auch noch im Rennen, so wie uns der Makler mitgeteilt hat. Es ist noch nicht in der finalen Entscheidung, aber wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir da den Zuschlag bekommen. Zurück in der Eifel. Makler Erwin Fries auf dem Weg zu einem Besichtigungstermin. Das Objekt liegt in Üxheim-Ahütte. Ein Haus an der Hauptstraße, Baujahr 1900. Ich muss mich hier umschauen. Ja, gucken Sie gerne. Die Interessentin kommt aus Nordrhein-Westfalen. Birgit Rödder sucht ein Haus, in dem sie wohnen und arbeiten kann. Tolle Strahle. Das sieht schon mal sehr gut aus hier. Hier hat man Esszimmer, Küche. Ja. Das Erdgeschoss wurde 2012 entkernt und modernisiert. Ach, das ist ja wirklich schon schön wohnlich eigentlich. Ja, ich denke mal, diese Etage ist schon ganz nett gemacht worden. Ja. Ich bin schon gespannt. Dann laufe ich mal vor. Die Schätze des Hauses. Ja, das hier wird ja ein bisschen eng für die Möbel. Das Obergeschoss ist allerdings stark renovierungsbedürftig. Das scheint die Interessentin aber nicht abzuschrecken. Hier sehen Sie auch sehr schön diesen Wandaufbau. Ich habe 2 Gewerbe und beide muss ich von zu Hause aus üben. Deswegen brauche ich gutes Internet. Das wäre dann auch noch mal eine Frage. Aber ich glaube, das ist hier vorhanden. Das ist Voraussetzung für mich, weil ich dann nicht noch mal ein extra Büro anmieten müsste. Möchte ich nicht, sondern gerne von zu Hause arbeiten. Hier sieht man wirklich direkt schön auf den Wald, auf den Hang gegenüber. Und das finde ich sehr toll. Also wenn ich dann schon auch den ganzen Tag hier arbeite, möchte ich zwischendurch mal Pause machen und den Blick einfach mal in die Weite werfen können. Hier haben wir dann das Bad, auch hier soweit vorbereitet. Ja. Mit dem Heizkörper, den Anschlüssen für Toilette, Wasser. Sehr interessant. Es gibt noch viel zu tun. Überall Baustellen.
ganz vorteilhaft ist, oder da hat man gut mitgedacht, alle Kabel sind hier beschriftet, wo was an Leitungen läuft. Muss man nicht mal ausprobieren? Nein, nein, nein. Ja, gut. Dann gehen wir mal nach unten und zum Händler und Grundstück. Gerne. Birgit Rödder könnte das Haus für 95.000 Euro kaufen, müsste dann aber noch einiges in die weitere Renovierung stecken. Das ist noch krass. Zwei Sterne. Ja. Ein freistehendes Haus für knapp 100.000 Euro? Das gibt es in Ballungsräumen nicht, egal wie schlecht der Zustand ist. Früher haben die Leute immer gefragt, wie ist Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schulen, gibt es ein kleines Geschäftchen, wie ist die Infrastruktur? Heute ist die allererste Frage, wie schnell ist das Internet fürs Homeoffice? Und wenn man so sieht, es sind sehr viele, auch die kleineren Örtchen vom Internet, sehr, sehr gut erschlossen worden in den letzten Jahren, was auch für den Gesamtbereich hier Eifel, Vulkaneifel, Schwerpunkt, sehr, sehr von Vorteil ist. Wieder in Köln. Diesmal im Stadtteil Porz, ein Reihenmittelhaus. Hier lebt Benedikt Jacobs mit seiner Frau und den drei Kindern. Die Familie hat Pläne, möchte ihr Traumhaus bauen, aber nicht in der Stadt. In der Stadt können wir uns das Grundstück dafür nicht leisten. Das kostet ein 20stel von dem, was es hier zum Beispiel in Köln kostet. Dafür, für das Reihenhaus, was wir hier haben, bekommen wir auf dem Land ein freistehendes Haus. Der 40-Jährige arbeitet als Controller in einem Unternehmen in Leverkusen. So, als jetzt Corona kam, war auch bei uns in der Firma natürlich Homeoffice angesagt. Und wir haben dann auch bei uns in der Firma gemerkt, dass Homeoffice auch funktioniert. Und wir Homeoffice alle machen können, ohne dass die Leistung, zumindest bei uns in den Bürojobs, leidet. Ja, und die Einstellung auch bei meiner Firma hat sich jetzt um 180 Grad gedreht. Homeoffice ist jetzt akzeptiert. Deshalb sieht er für sich und seine Familie eine Option, die es vorher nicht gab. Die Jacobs möchten 150 Kilometer südlich von Köln neu anfangen. Mit der Geburt des dritten Sohnes ist es ihnen im Reihenhaus zu eng geworden. Nadine Jacobs stammt aus Thüringen. Er ist im Hunsrück aufgewachsen. Die beiden haben sich in Köln kennengelernt. Man konnte mal einkaufen gehen, man ist essen gegangen und in Bars und in Kneipen gegangen. Und jetzt so mit der Zeit merkt man ja dann auch mit dem Alter, dass man ruhiger wird, dass man das, also dass ich das gar nicht mehr so brauche. Ich bin sehr frei aufgewachsen und ich möchte halt auch, dass meine Kinder frei aufwachsen können. Während Corona wurde das Leben für die Familie nicht nur im, sondern auch außerhalb des Hauses schwieriger. Der Garten ist winzig und ringsum gibt's viel Verkehr und viel Lärm. Der Traum vom Leben auf dem Land nimmt konkrete Formen an. Wir hatten dann ja auch die Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, weil dann mal nicht jeden Abend oder jedes Wochenende irgendwie Action war, dass wir Freunde besuchen gefahren sind übers Wochenende oder Freunde zu uns kamen, sondern wir dann auch mal ein Wochenende hier für uns allein waren und einfach die Zeit hatten, uns über solche Dinge, über so einen Schritt Gedanken zu machen. Diese Sehnsucht begleitet uns schon so viele Jahre. Wir haben das nie gemacht. Warum drehen wir jetzt den Spieß mal nicht um und sagen, wir machen es? Und wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten, dann würden wir uns vielleicht irgendwann mal fragen, warum haben wir das nicht gemacht? Und das würde ich traurig finden. Die Familie hat einen Entschluss gefasst. Wir wollen hier raus. Wir wollen hier raus aus der Stadt. Raus aus dem Hasenstall, in dem wir mehr oder weniger wohnen. Rein in mehr Platz. Und sie haben schon damit begonnen, ihre Pläne umzusetzen. Es sind 149 Kilometer. Also ich freue mich jetzt nochmal zu unserem Grundstück zu fahren, zu sehen, wo wir hinbauen werden. Das ist unsere Ruheoase, sagen wir immer. Wir flüchten da gerne hin. Die Ruheoase liegt im Hunsrück, Benedikt Jacobs alter Heimat. Im Kreis Cochem-Zell wollen sie bauen. Guck mal, die schöne Aussicht. So viel Wald. Peterswald Löffelscheid, Stadt Köln. Von der Millionenstadt ins 800-Seelendorf. Ich freue mich auf den großen Esszimmerbereich, wenn unsere Familie da ist, dass wir Platz haben, dass es nicht so eng ist. Ja, die Großzügigkeit hier, ja, die wir uns haben können. Nicht das 6 Meter breite Reihenhaus, sondern das 14 Meter breite freistehende Haus.
Und wir haben Platz für zwei Autos. Ne? Ja. Jeder kriegt ein Auto. Jeder muss ein Auto kriegen, ja. So ein Grundstück wäre ja gar nicht bezahlbar gewesen in Köln, das muss man ja dazu sagen. Oder man müsste viel mehr weiter rausfahren, aber... Dann müssten wir auch 30 Kilometer raus aus Köln und dann sind wir auch auf dem Land. Dann können wir auch hier hin. Ja. Lieber heute als morgen wollen die Jakobs hierher ziehen. Vom Hunsrück in die Eifel. Es ist Sommer geworden. Mit ihren Reizen lockt die Region schon lange. Tagesausflügler, Wanderer und Naturbegeisterte aus den angrenzenden Ballungsräumen kommen hierher. Für ein paar Tage. Kommen sie jetzt für immer? Makler Erwin Fries ist wieder unterwegs. Diesmal nach Scheuern. Dort hat er ein Haus reinbekommen, das für Eifeler Verhältnisse im oberen Preissegment angesiedelt ist. 450.000 Euro möchte der Verkäufer dafür haben. Der Makler liest die Zähler ab und macht sich Notizen. Das Haus wirkt, als seien seine Bewohner nur kurz vor die Tür gegangen. Wunsch der Verkäufer und jetzigen Eigentümer ist sogar, dass das Haus so übergeben wird und verkauft wird, inklusive dem kompletten Inventar, der Einrichtung und auch mit der Küche, mit allem drum und dran, außer den persönlichen Gegenständen. Die Käufer müssten das Haus also voll möbliert übernehmen. Nicht jedermanns Sache. Aber Interessenten gibt es schon. Das sind Leute oder Interessenten, die wohnen privat jetzt zurzeit noch in Wiesbaden. Und dort ist der Immobilienmarkt ja auch ganz schön verrückt und auch vom preislichen Niveau her einfach sehr, sehr hoch. Und die Arbeitsstelle, die ist in Luxemburg. Die möglichen Käufer kommen gleich, möchten aber nicht gefilmt werden. Wie in der Eifel üblich, gehört auch zu diesem Haus ein großer Garten. Unter dem Wintergarten im Souterrain liegt sogar noch eine Einliegerwohnung. Der Makler schießt Fotos für das Exposé. Die Silhouette von Köln auf dem Auto. Die Verkäufer des Hauses in Walsdorf haben sich entschieden. Thomas Knauer wird der neue Eigentümer. Beim Notar waren sie schon. Der Kaufvertrag ist unterschrieben. Wann plant ihr denn den Umzug? Ihr seid schon dabei teilweise. Zum 15. rum, wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid, machen wir noch mal einen kleinen Rundgang. Ja, ne? Okay. Und wir sind zum 30.06. sind wir raus. Seid ihr raus. Der ist ja doch. Für sie geht es zum Sohn an den Niederrhein. Thomas Knauer kommt aus Köln in die Eifel. Hier hat er einen Garten und die Wohnfläche ist doppelt so groß wie die seiner Wohnung in Köln. Es passt perfekt für meine Frau und mich. Wir haben jetzt keine Kinder. Es ist für uns von den Räumlichkeiten gut ausgelegt. Wir haben die Möglichkeit, uns Büroräume einzurichten, für Homeoffice zu machen und entsprechend Wohnräume. Das Grundstück ist für uns überschaubar, es ist wunderbar schön angelegt. Es ist rundherum ein gutes Angebot und in einer sehr guten Verfassung, das Gebäude. Dann können wir vielleicht, dass Sie einen Schlüssel kriegen, dann haben Sie schon mal den Schlüssel, das Gefühl, wie man das Haustier vom neuen Haus aufschließt. Ich übergebe einen goldenen Schlüssel und das ist etwas ganz Besonderes. Oh ja, vielen Dank, ich freue mich. Klasse. Meine Frau kann leider nicht dabei sein, aber vielen Dank. Beim nächsten Termin ist sie da dabei. Ist sie mit Sicherheit dabei. Ne? Ja. Von der Eifel in die Westpfalz, nach Pirmasens, 40.000 Einwohner. Bis in die 70er Jahre florierendes Zentrum der deutschen Schuhindustrie. Dann begann der Niedergang. Die ehemalige Schuhfabrik Christian Ohr etwa stand jahrzehntelang leer. Jetzt sollen in dem Kulturdenkmal 50 Wohnungen entstehen. Können kleinere Städte abseits der Ballungsräume vom Trend zum Homeoffice profitieren? Am Stadtrand lebt ein Neupirmasenser, der daran glaubt.
Einer, der im Onlinehandel sehr erfolgreich war, Marc Steyer. Zwischen 2001 und 2012 war er eine große Nummer bei eBay, hat mit dem Verkauf von Autoteilen Millionen gemacht. Dann zieht er sich aus dem aktiven Internethandel zurück und geht von Köln nach Pirmasens. Ich bin in Köln geboren, habe dort mein Abitur gemacht, also bin dort zur Schule gegangen, habe dort studiert und habe mein Leben lang bis 45 dort gearbeitet. Das Rheinland und Köln zu verlassen war ein sehr, sehr schwerer Schritt. Aber, und ich habe auch viel Sorge gehabt, aber ich bin begeistert gewesen, als ich hier Pirmasens das erste Mal besichtigt habe, das Haus gesehen habe. Eine vergleichbare Immobilie hätte er sich in Köln nicht leisten können, sagt er. Über 600 Quadratmeter Wohnfläche. Und seine Geschäfte kann er auch von hier aus betreiben. Ich glaube nicht, dass wir hier einen Hype sehen, dass die Damen und Herren aus der Innenstadt oder aus den Ballungsgebieten raus aufs Land gehen. Ich glaube, das wird eine dauerhafte Entwicklung sein. Wir haben halt jetzt die Chance, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben auch mittlerweile die technische Infrastruktur. Auf der einen Seite ist das toll für die Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es aber auch toll für die Arbeitnehmer. Genau das ist dann auch der Punkt, weswegen kleinere und mittlere Städte sehr, sehr attraktiv werden. Weil das Wohnen dort günstiger ist als in den Großstädten. Das gilt für die Unternehmervilla genauso wie für das bescheidene Häuschen im Grünen. Das, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat und was ich völlig unbegründet finde, ist, dass die Pirmasenser ihre eigene Stadt viel schlechter ansehen als selbst jemand, der von außen hier hinkommt und von außen auf die Stadt betrachtet. Ich finde, Pirmasens ist eine fantastische Stadt und ein fantastischer Ort, hier zu leben. So ganz zur Ruhe gesetzt hat er sich nicht. Der Onlinehandel lässt ihn nicht los. Von Pirmasens aus steht Marc Steyer Händlern noch immer als Berater zur Seite. Peterswald Löffelscheid im Hunsrück. Familie Jakobs, die bis vor kurzem im Reihenhaus in Köln-Porz lebte, ist hier mittlerweile heimisch geworden. Es gibt jede Menge Platz zum Bolzen für David, Elias und Anton. Manchmal mischt sogar Papa Benedikt mit. Der Grund, auf dem das Haus steht, hat 30 Euro pro Quadratmeter gekostet. Ein echtes Schnäppchen für die Familie. In Köln-Porz müssten sie 550 Euro auf den Tisch legen. Das Reihenhaus dort haben sie verkauft. Und sie vermissen es nicht. Die Kinder haben sich schnell an die neue Umgebung gewöhnt und Freunde gefunden. Alle drei spielen Fußball beim FC Peterswald Löffelscheid. Nadine Jakobs ist auf dem Land aufgewachsen. Hier ist alles ein wenig wie früher, sagt sie, und genießt das Meer an Freiheit im Haus und draußen. Also der Garten, das war so ein sehr großer Wunsch von uns und auch ein Traum, also viel Platz zu haben. In Köln war das sehr beengt, wenn die Kinder dann noch Fußball gespielt haben, war dann der Rasen komplett hinüber. Ich musste ständig schimpfen wegen meinen Pflanzen, weil irgendwelche Bälle immer da drinnen gelegen haben. Aber hier konnten wir für das Geld, wo wir in Köln ein 150 Quadratmeter Grundstück hatten, haben wir hier ja ein 750 Quadratmeter Grundstück bekommen, wo wir viel mehr Platz für uns selbst haben, für die Kinder. Jeder der drei Söhne hat jetzt ein eigenes Zimmer. Dann bin ich kalt. So, jetzt habe ich wieder Feuer. Ah, Junge, den haben wir besitzen. Im Hunsrück hat es auch beruflich geklappt. Nadine Jakobs hat einen Job bei einer Bank in Castellaun bekommen. Und von seinem Homeoffice aus arbeitet Benedikt Jakobs nicht mehr für seinen alten Arbeitgeber in Leverkusen. Er hat einen neuen in Simmern gefunden. Ich habe bei dem Unternehmen insgesamt fast 10 Jahre gearbeitet und ich habe mich da richtig, richtig wohl gefühlt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da einfach weggehen kann. Deswegen kam auch vorher nicht, vor der Corona-Pandemie, nicht so der konkrete Gedanke, aufs Land zu ziehen. Aber während der Corona-Pandemie hat man ja auch durch das Homeoffice diesen direkten Kontakt zu den Kollegen
etwas verloren, der Kaffeeklatsch, das mal in die Büros durchgehen, mit den Kollegen sprechen, sich in der Kaffeeküche treffen, das gab's ja nicht mehr. Und so kam dann auch, oder ist es mir leichter gefallen, mich da zu verabschieden. Auf dem Land sind zwar die Wege zur Schule und zum Einkaufen etwas weiter. Dafür fahren hier weniger Autos. Nadine und Benedikt Jakobs mögen die Natur und die Weite. Dafür haben sie gewisse Abstriche beim Gehalt machen müssen. Aber unterm Strich passt es für sie im Hunsrück. Läuft ihr vielleicht wieder im Mund rein? Ich habe jetzt gemerkt, dass in Köln, dass ich das nicht war. Dass ich gekommen bin, auch auf dem Dorf aufgewachsen. Und mit 18, wo ich dann weg bin, da denkt man, ja, okay, man muss erstmal weg in die große Stadt und das ist cooler, man hat mehr Möglichkeiten. Aber letztendlich war ich das nie und das Dorfkind steckt in mir drin. Also ich fühle mich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben angekommen. Ich fühle mich so richtig, richtig wohl hier. Ja, und mein Fazit ist einfach, das war genau das Richtige, was wir gemacht haben. Dass wir rausgegangen sind aus der Stadt aufs Land mit unseren Kindern zusammen. Ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben. Spätherbst 2022. Für Makler Erwin Fries hat sich innerhalb weniger Monate einiges geändert. Das große Thema auf dem Immobilienmarkt ist nicht mehr Corona, sondern die steigenden Zinsen. Wenn man einfach nur das Beispiel nimmt, ein Darlehen von 200.000 Euro, haben wir einen Unterschied von 3% Zinsen, sind 6.000 Euro im Jahr, 500 Euro mehr Zinsen in einem Monat. Dann kommt noch dazu, die energetischen Sachen, egal ob Sie jetzt Gas, Heizöl, Pellet oder Stromheizung haben, das kommt ja dazu. Dann haben Sie pro Monat zwischen 600 und 700 Euro mehr Belastungen gegenüber vor einem halben oder dreiviertel Jahr. Und das können sich viele Familien einfach nicht mehr leisten. Er fährt erneut zu dem vollmöblierten Haus in Scheuern, das er schon seit ein paar Monaten in seinem Portfolio hat. Verkauft hat er es bis jetzt noch nicht. Wieder mal wollen sich Interessenten das Objekt ansehen. Ist dieses Haus ein Beispiel für den großen Stimmungsumschwung im Markt? Nachdem die Preise in den letzten Jahren explodiert waren, rechnen viele mit einem Rückgang in den nächsten Monaten. Das Paar aus Wiesbaden, das das Haus wegen der Nähe zu Luxemburg kaufen wollte, ist jedenfalls abgesprungen. Beim nächsten Interessenten ist die Finanzierung geplatzt. Ja, dann wurde es wieder freigegeben. Und wir haben auch eine Kaufpreisreduzierung dann auch zusätzlich gemacht von den 450.000 auf 420.000. Der Makler kehrt jetzt wieder häufiger zu Business as usual zurück. Kunden aus der Eifel interessieren sich für Immobilien in der Umgebung. Ein Haus in Rockeskühl. Hüri Jesik lebt im nahen Hillesheim. Dann beginnen wir einfach hier mit unserem Rundgang in der Küche. Wie man das auch schön erkennen kann, dann die Küche. Das Haus ist für mich und für meine Tochter. Meine Tochter sitzt im Rollstuhl, ist 24 Jahre alt und es ist ideal. Der Sohn der Frau wird das Haus für sie kaufen. Wieder ein Abschluss für den Makler, wie so oft in den letzten 18 Monaten. Ja, wenn wir ehrlich sind, das war die verrückteste Zeit, die wir in der Immobilienabteilung hatten, bei der Sparkasse Vulkaneifel. Die Immobilien, egal welche Preislage, wurden uns regelrecht aus den Händen gerissen. Spielte auch natürlich einmal eine große Rolle mit dem Zinsniveau, was natürlich absolut hochattraktiv war. Zinsen 10 Jahre unter 1% oder teilweise 15 Jahre unter 1%. Und auch Corona hat da auch allen Verkäufern ganz klar auch in die Hände gespielt, weil viele Leute, besonders aus diesen Ballungsgebieten, die haben hier mal gesehen, wie schön, wie toll es hier in der Eifel ist. Das waren die Zeiten oder die beiden Faktoren, die überwiegend hier eine Rolle gespielt haben. Vielleicht ist der große Immobilienhype bald vorbei und es kommen weniger Interessenten aus der Großstadt zu Erwin Fries. Aber das zurückliegende, verrückte Jahr wird er wohl nicht so schnell vergessen.